Schönen guten Tag und willkommen zurück auf meinem Kanal zum 15. Türchen des Advent of Code Adventskalenders. Gestern habe ich ja schon gesagt, die gestrige Aufgabe war ein Warnschuss und wer den nicht gehört hat, der wird heute mit der Aufgabe schwerlich zurechtgekommen sein. Obwohl ich an der Stelle auch sagen muss, ich mag die Aufgabenstellung von heute nicht. Weil. Das habe ich auch schon mal von einem YouTuber letztes Jahr gehört. Das gibt so bestimmte Aufgaben, die hier mal so reinwerfen, die ein bestimmtes Problem repräsentieren, auf das es mehr oder minder exakt eine richtige Antwort gibt. Und das hier ist so ein Problem. Aber vielleicht stelle ich mal ganz kurz vor, was ist das Problem eigentlich? Noch immer nicht, aber so gut wie aus der Höhle haben wir es herausgeschafft. Jetzt stellen wir aber fest, dass der Ausgang wird immer schmaler. Wir können schon gar nicht mehr hoch und runter navigieren, nur noch links und rechts, vor und zurück. Also wir bewegen uns in einer Art 2D-Grid. Und jetzt ist dieser Teil der Höhle voll mit sogenannten Chitons. Chitons. Chitons, im Deutschen Käferschnecken, die wir nicht zerdrücken wollen. So, wir müssen also irgendwie vorsichtig durch diesen Teil der Höhle navigieren und versuchen, so viele Käferschnecken wie möglich zu schützen. Mit Hilfe unserer Scanner haben wir einen Scan der Höhle angefertigt, wie so häufig. Und die Zahlen, ja, also die Höhle ist grob quadratisch oder rechteckig. So, und die Zahlen sind das Ergebnis des Scans, geben einen sogenannten Risikowert an der jeweiligen XY-Stelle, mit der wir also diese, was waren das jetzt, Käferschnecken? Mit dem wir, gibt einen Risikowert an, wie viele Käferschnecken wir bedrohen. So, wir wollen also irgendwie einen Pfad finden. Ja, hier ist Risiko 1 ganz niedrig, da ist Risiko 9. Ganz groß. Wir wollen also versuchen, hier einen Pfad zu finden durch Bewegung entlang der horizontalen und der vertikalen. Ja, also wir dürfen nicht über diagonal gehen. Wir versuchen hier also einen Weg irgendwie hier durchzufinden, sodass die Summe der Risikowerte an den Feldern, die wir passieren, insgesamt minimiert wird. So, für das Anschauungsbeispiel haben Sie es einmal gemacht. Man fährt zweimal runter, dann eine Weile rüber und arbeitet irgendwie durch. Ach so, ja, was ich vergessen habe zu sagen, links oben ist immer der Startwert, rechts unten ist der Exit. So. Das ist jetzt ein Typus Problem, der nicht viele Lösungsansätze kennt. Jetzt könnte man das natürlich auch wieder in irgendwelche MinLP-Solver reinhauen. Aber auch die können intern, entweder schaffen sie es nicht, das intern zu lösen, oder greifen sich den richtigen Algorithmus raus, den wir auch einfach direkt anwenden können. Die Antwort hier lautet A-Star oder Dijkstra. Sollte ich jetzt hier was übersehen, bitte gerne unten in die Kommentare, lasst es mich wissen. Wenn es andere qualitativ wesentlich andere Lösungen gibt, dann würde ich das brennend gerne interessieren. Ansonsten bin ich der Auffassung, also die gesuchte Antwort hier ist A-Star oder Dijkstra. Das sind zwei Algorithmen. Sie werden häufig beschrieben als Algorithmen, um den schnellsten Pfad in einem Graphen zu finden. Also warum A-Star oder Dijkstra? Also warum zwei Algorithmen? Streng genommen sind die sich sehr ähnlich. A-Star ist auch nicht einfach nur ein Algorithmus. A-Star ist eine Art kleines Framework, das man zu einem Zielalgorithmus spezialisieren kann, indem man da bestimmte Kostenfunktionen wählt, mit denen A-Star heuristisch in die Zukunft versucht, ein paar Dinge abzuschätzen. Und durch eine gewisse Wahl dieser heuristischen Kostenfunktion kann man A-Star auf Dijkstra spezialisieren. Anders ausgedrückt, Dijkstra ist, kann man als einen Spezialfall von A-Star betrachten. So. Tatsächlich ist hier die ultimativ richtige Antwort aber eigentlich Dijkstra und weniger A-Star.
Also da gibt es auch nicht viel, was man jetzt mit A-Star sonst noch tun könnte, um die Situation im Verhältnis zu Dijkstra wesentlich zu verbessern. Aber jetzt haben wir lang genug über das Problem geredet. Schauen wir jetzt mal kurz die Implementation an. Ich bin hier extra Meile gegangen und habe Dijkstra selber implementiert. Mit all den Nachteilen, die so etwas nach sich zieht. Ja, man selber etwas implementiert, dann ist das vielleicht nicht ganz effizient, also nicht ganz performant, wie es wäre, wenn man sich einfach Dijkstra aus irgendeiner Library zieht, wo es schon vernünftig implementiert ist. Aber am Ende des Tages habe ich es zum Laufen bekommen. Und vielleicht kann ich da auch ein paar Anmerkungen fallen lassen, welche Schwierigkeiten ich dabei hatte. Ihr seht auch, das Video hier ist heute später rausgekommen als 17 Uhr. Für die, die sich 17 Uhr direkt versuchen zu ziehen. Heute mal wieder ein paar mehr Importe. Ah, EtherTools hat sich erledigt. Gut, NumPy und Typing. Das Anschauungsbeispiel lade ich mir wieder rein. Übrigens, ihr seht hier auch schon links, ne, Day 15, Input A, Input B. Zum ersten Mal überhaupt gibt es jetzt also etwas anderes neben Input A. Und das hat damit zu tun, dass das Anschauungsbeispiel für Part 2 irrsinnig aufgeblasen wird, sodass das keinen Sinn ergeben hat, das jetzt immer noch in den Quellcode direkt reinzukopieren. Also habe ich für die Erweiterung des Anschauungsbeispiels einfach eine Input-B-Datei angelegt. Aber naja, in Part 1 haben wir erstmal, ist das hier unser Anschauungsbeispiel und der passt noch bequem in den Source Code. So, abermals habe ich mich dazu entschlossen, weil wir es hier mit einem 2D-Feld aus Zahlen zu tun haben, möchte ich das in eine NumPy-Matrix überführen. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, da gehe ich jetzt nicht sehr drauf ein. Raw to 5MUT ist gleich Part 2, das gucken wir uns später an. Und dann geht es hier auch schon los. Simple Dijkstra. Ich blende das mal hier ein. Ich habe erst mit A-Star angefangen. Ich habe mich dem A-Star-Algorithmus-Artikel der deutschen Wikipedia folgend, und den Link findet ihr auch unten in den Kommentaren, habe ich im Wesentlichen deren Pseudocode-Beschreibung von A-Star folgend das implementiert und ist dann später zu Dijkstra downgegradet oder spezialisiert. Aber so im Großen und Ganzen bin ich dem gefolgt, was ihr auf Wikipedia auch schon finden würdet. Dennoch ein paar Anmerkungen. Oh. Also, Simple Dijkstra nimmt genau so eine Matrix an. Das sollte ich noch mit dazu sagen. Dijkstra und A-Star sind Graphenalgorithmen, aber hier ist mein Input eine Matrix. Wie geht das? Also ein bisschen deutet das hier unten schon der vorgemalte Path an. Wir sagen einfach, jeder Eintrag in der Matrix ist ein Knoten und die Nachbarn dieses Knoten sind die Einträge links und rechts auf der horizontalen bzw. drüber und drunter auf der vertikalen. Und dann ist das unser Graph. Also Sie können diese Matrix als einen Graphen interpretieren und sagen, jeder Eintrag ist ein Knoten. Links und rechts und drüber und drunter, das sind immer die Nachbarknoten. Das heißt also, jetzt wollen wir mit einem Graphensuchalgorithmus uns durch diese Matrix durcharbeiten, um vom Höhleneingang zum Höhlenausgang zu kommen. Das hätte ich vielleicht vorher sagen können. Na gut, also wir lesen diese Matrix ein, die wir als einen Graphen interpretieren wollen, interpretieren werden. So, es gibt einen Startknoten, das ist 0, 0. Und vielleicht wäre es auch schöner, gleich einen Endknoten einzuführen. Und das ist nämlich der Knoten ganz unten, ganz rechts. Also Shape 0 minus 1 in der X-Koordinate und Shape 1 minus 1 in der Y-Koordinate. So, dann ist das jetzt hier unser Endknoten. Und dann können wir hier nämlich auch fragen. Ja, können diese Bedingung hier dadurch nämlich vereinfachen. If current node is end. Wunderbar. Lassen wir dich nochmal laufen. Wumms. Was denn nun passiert?
Ach, nicht is and ist gleich and. Ja, und schon läuft es wieder durch. Okay, so, wir haben einen Startknoten, wir haben einen Endknoten. Von Start nach End wollen wir kommen. Wir haben eine sogenannte offene Liste. Bei Dijkstra ist das die Liste der Knoten, die es noch abzuarbeiten gilt. Da tragen wir zunächst erstmal nur Start ein. Alle weiteren Knoten kommen im Verlauf dynamisch dazu. Dann gibt es eine Closed List, das ist, beziehungsweise, und das ist jetzt einer dieser Dinge, wo ich jetzt meinen Algorithmus am Ende des Tages drastisch beschleunigen konnte. Das war ursprünglich mal eine Liste. Und ich habe das schon ein paar Mal in Videos gesagt, wenn man Elementzugehörigkeit prüfen möchte, dann geht das für eine Set drastisch viel schneller als für eine Liste. Also, dass das hier mal eine Liste war, hat den Algorithmus irrsinnig verlangsamt. Das ist jetzt eine Set. Ist aber nicht der einzige, übrigens, der Code ist durchgelaufen, ist übrigens aber nicht die einzige Optimierung, die ich vornehmen konnte. So, also wir haben eine offene Liste mit noch zu abarbeitenden nächsten Knoten und wir haben eine geschlossene Liste von Knoten, die wir direkt mal in der Hand hatten und abgearbeitet haben. Und dann gibt es Moving Options, dazu sage ich später noch was. Aber der Punkt ist letztlich, dass wir uns den optimalen Pfad aus den Moving Options rekonstruieren können. Der Dijkstra, der bastelt uns diese Moving Options zusammen. Und dann gibt es hier noch G. Das gibt in der Welt von A-Star, muss ja nochmal sagen, ich habe ja alles von A-Star abgeleitet. Ich weiß nicht, wie da jetzt die Notation bei Dijkstra eigentlich direkt ausgesehen hätte. Aber es gibt in der Welt von A-Star, gibt es drei Funktionen, Ko sogenannte Kostenfunktionen. Die G-Funktion, die H-Funktion und die F-Funktion. Weil die F-Funktion ist ganz simpel erklärt, es ist die Summe aus der G- und der H-Funktion. Die Frage ist, wofür steht G und H? G, das steht sogar direkt hier unten im Text, G sind die bisherigen Kosten. Also wenn x ein Knoten aus dem Graphen ist, dann ist g von x, was uns gekostet hat, oder was die kleinstmöglichen Kosten sind, die wir bis jetzt ausmachen konnten, um bis zu x zu kommen. Ja, das sind totale Kosten über alle bis jetzt abgesuchten Pfade, die uns zu x geführt haben. Und H ist die Heuristik. Ja, damit versuchen wir in die Zukunft vorauszuschätzen, wie viel von diesem Knoten x aus es noch kosten könnte, um bis zum Zielknoten zu kommen. Bei Dijkstra ist dieses h von x einfach 0. Also Dijkstra gibt keine heuristische Schätzung dafür ab, wie viel es noch in der Zukunft kostet. A-Star aber erlaubt es, eine solche Heuristik mit einzubauen. Aber da muss man vorsichtig sein, wenn man die Heuristik darf, die zu erwartenden Kosten, aber eben auch nicht maßlos überschätzen. Also die Heuristik sollte schon ziemlich gut sein eigentlich. Und das kann manchmal recht tricky sein. Also im E-Fall sollten die Heuristik die Kosten unterschätzen als zu überschätzen. Aber von der Größenordnung her dürfen die Kosten, die H vorausberechnet, nicht wiederum wesentlich kleiner sein als die Kosten, die man mit G akkumuliert. Das ist Oder man setzt, also wenn H einfach, wenn die Kosten in H zu klein sind, dann nutzt einem die Heuristik effektiv nichts und A-Star fällt sowieso auf Dijkstra zurück. Wenn H zu groß ist, dann findet man unter Umständen nicht den optimalen Graphen, sondern einen, der teurer ist. Das ist hierbei das Problem. So, und mir ist keine gute Heuristik eingefallen, die nicht entweder den Algorithmus, also die den Algorithmus insofern nicht kaputt macht. Oder anders ausgedrückt, mir ist keine gute Heuristik eingefallen, die nicht entweder schon quasi gleichwertig zu Dijkstra ist, oder mir einfach fast optimale, aber nicht ausreichend gute Pfade produziert. Und deswegen habe ich auf Dijkstra downgegradet direkt. So, also dieses G sind die Kosten, die wir gebraucht haben, um bis zu einem Knoten zu kommen. Wir fangen in Start an. Also sind die Kosten, um nach Start zu kommen, 0. Hat uns nichts gekostet. Fertig. So, dann while open list, also solange noch abzuarbeitende Knoten in der Open List sind, machen wir was. Und was machen wir? Wir sortieren die Open List, sodass diejenigen Knoten, die bisher am günstigsten erscheinen, ganz hinten stehen und die teuren ganz vorne. Warum?
weil wir uns damit Pop den augenscheinlich günstigsten Knoten von der Open-Liste runterkratzen können. Ja, und dann Pop heißt, es gibt uns den allerletzten Knoten nach Sortierung, also den günstigsten Knoten, gibt uns den günstigsten Knoten zurück, aber trägt ihn auch aus der Liste raus. Also der ist dann nicht mehr Teil der Open List. Kein Problem. Hier unten wird er sowieso der Closed List hinzugefügt. So. Dann wird aber noch geschaut, wenn wir jetzt von der offenen Liste uns einen Knoten darunter geholt haben, ist das schon der Endknoten? Wenn ja, dann ist Dijkstra fertig. Dann bekommen wir die Moving Options zurück. Und ich habe gesagt, zu den Moving Options kommen wir noch. Ansonsten, ja, also wir haben die Open List sortiert, wir haben uns das günstigste Element abgeschnitten. Sagen wir, es ist also noch nicht der Endknoten. Dann fügen wir den Knoten, den wir in der Hand halten, schon mal der Closed List hinzu und expandieren diesen Knoten, den wir jetzt zuletzt in der Hand haben. So, was passiert beim Expandieren? Auch nicht sonderlich viel. So, meine Knoten sind ja immer die XY oder in Matrix-Notation IJ-Koordinaten des Eintrages in der Matrix. Zunächst hole ich mir alle Nachbarn. Auch das hier ist Code, den wir so in ähnlicher Weise die letzten paar Male auch schon mal gesehen haben. Ja, also wenn wir nicht direkt am linken Rand kleben, dann ist ein Nachbar links von uns. Wenn wir nicht direkt rechts am Rand kleben, dann ist ein Nachbar rechts von uns und so weiter. Ja, also das sammelt die zwei, drei bis maximal vier möglichen Nachbarn, die ein Knoten haben kann, ein. Und dann können wir über diese Nachbarn einmal drüber iterieren. Jetzt können wir erstmal sagen, ist der Nachbar schon in der Closed List? Und hier ist es wichtig, dass die Closed List gar keine Liste mehr ist, sondern eine Set. Und aus diesem Grunde sollte sie vielleicht auch gar nicht mehr List heißen. Aber ihr seht, sie war mal eine Liste, deswegen ist auch der Name List. Aber jetzt ist es ja eine Set. So, genau. Also hier spart man sich wahnsinnig viel. Ist wirklich spürbar viel Zeit. Von der Algorithmus braucht Minuten zu der Algorithmus lief für eine halbe Stunde und kam zu keiner Lösung. Hier spart man sich richtig viel Zeit, wenn das hier keine Liste ist, sondern eine Set. So, wenn der Neighbor schon in den Knoten sind, die wir abgearbeitet haben, dann überspringen wir diesen Neighbor und gucken uns den nächsten Neighbor an. Ansonsten berechnen wir vorläufig erstmal potenziell neue Gehkosten. Die Sache ist, es gibt ja verschiedene Pfade, die zum selben Knoten führen könnten. Und manche Wege sind halt teurer, um zu diesem Knoten zu kommen, und manche Wege sind günstiger. Am Ende des Tages wollen wir den günstigsten haben. So, und wir berechnen jetzt erstmal übergangsweise erstmal die Gehkosten entlang des Pfades kommend von der Current Node. Also holen wir uns die Gehkosten der Current Node und rechnen drauf, was es gekostet hätte, um von der Current Node zu diesem Neighbor zu kommen. Und das sind übergangsweise erstmal die Gehkosten dieses Neighbors. Dann checken wir, ist der Neighbor in der Open List? Und hier ist das zweite große Sparpotenzial. Ich könnte mir hier die Set sparen und dann lassen wir den Code nochmal laufen. Na, so doch ziemlich flink. Lass mal erstmal da arbeiten. So, Neighbor in Set Open List. So, wir prüfen jetzt, ist der Neighbor schon in der Warteschlange der noch abzuarbeitenden Knoten? So, wenn er da nämlich drin ist, dann haben wir schon mal über einen anderen Weg Gehkosten für diesen Nachbarn bestimmt. Und jetzt vergleichen wir, ob die neuen Gehkosten besser oder schlechter sind als die, die wir schon kannten. Wenn die schlechter sind, ah, okay, diese Optimierung hier bringt gar nicht so viel. Dann ist das wirklich, dass die Closed Set keine List mehr ist. Macht den Löwenanteil aus. Wenn ich so drüber nachdenke, das ergibt sogar Sinn. Aber es ist trotzdem gesünder, auch von der Open List hier eine Set zu nehmen. Also, ich habe das auch tatsächlich schon mal, ich habe das schon mal gehört. Ich sollte das nochmal abprüfen. Aber ich denke, wenn man häufig die Zugehörigkeit von Einträgen in einer Liste überprüfen möchte, dass es sich lohnen kann, dass es sich lohnt, die Liste trotzdem vorher in eine Set zu transformieren. Geht ein bisschen gegen die Intuition.
Deswegen bin ich auch gerade ein bisschen skeptisch. Ich guck mir das nochmal an, aber ich habe das schon mal gehört. So, also falls die Gehkosten, die wir schon mal bei einem anderen Weg berechnet haben, besser sind, dann brechen wir hier ab. Für diesen Nachbarn machen wir dem nächsten weiter. Andernfalls, und jetzt kommen die Moving Options ins Spiel. Jetzt sagen wir, okay, offensichtlich ist der beste Weg, um diesen Neighbor zu erreichen, von der Current Node aus. Und das ist, was die Moving Options immer aussagt. Die Moving Options sagt für jeden Knoten, was der beste Herkunftsknoten ist. Und wenn ich vom Ende mir angucke, ja, ich gucke für den Ende, was ist der beste Herkunftsknoten für das Ende? Kommt irgendein Knoten raus und dann gucke ich mir an, was ist der beste Herkunftsknoten für diesen Knoten und so weiter. Ich kann mich rekursiv durch die Moving Options durcharbeiten, bis ich beim Startknoten rauskomme. Und das ist der optimale Pfad im Sinne von Dijkstra. Beziehungsweise, das ist überhaupt der kostenminimierende Pfad in diesem Graph. Also nicht nur im Sinne von Dijkstra, auch im Sinne von A-Star, wenn man es richtig gemacht hat. Und auch unabhängig von diesen Algorithmen. Es ist einfach der kostenminimierende Pfad durch diesen Graph. Es gibt keine billigere Variante. So, und außerdem updaten wir natürlich also die Gehkosten, weil wir gesagt haben, wir haben offensichtlich einen besseren Weg zu diesem Knoten gefunden. Also schreiben wir die Tentative G in das G-Dictionary rein. So, wenn der Neighbor noch nicht in Open war, das hatten wir hier oben abgefragt, dann fügen wir den einfach hinzu. Und damit ist die Expansion abgeschlossen. Es geht wieder zurück zu Dijkstra. Ja, hier ist hier eine While Loop, wir loopen hier immer wieder. Open List wird erst sortiert. Das Sortieren ist nicht so teuer, weil die Liste ja von Loop zu Loop ja schon vorsortiert ist. Da ist ja irgendwie nur eins, zwei Elementen hinten dran, die jetzt irgendwie neu aufgeteilt werden, neu positioniert werden müssen. Das geht flott, als eine völlig wilde Liste von Grund auf zu sortieren. Und das war es dann am Ende auch. Wenn ich auf den Endknoten getroffen bin, gebe ich die Moving Options zurück. Ansonsten, wenn ich durch die While-Liste mich durchgearbeitet habe, die Open Lists irgendwann alle, dann Return False heißt, es gibt gar keinen Pfad, der den Startknoten mit dem Endknoten verbindet. Ja, also nicht der Algorithmus ist gescheitert, sondern da gibt es überhaupt gar keinen Pfad. Also insofern, Dijkstra kann viel Zeit kosten, kann Memory kosten, obwohl es schon ein schneller Algorithmus ist. Aber das ist eigentlich, das sind die beiden Währungen, die man zahlt. Man zahlt Rechenzeit und man bezahlt Speicher. Aber am Ende des Tages bekommt man eine definitive Antwort, nämlich den optimalen Pfad oder dass es überhaupt gar keinen Pfad gibt. Ja, Dijkstra wird nicht eine falsche Antwort zurückliefern oder Dijkstra wird sagen, könnte sein, dass es einen kürzesten Pfad gibt, aber ich habe ihn nicht gefunden. Das passiert so nicht. Dijkstra findet den kürzesten Pfad oder es gibt keinen. So. Das war's. Dann habe ich ansonsten nur noch irgendwelche Hilfsfunktionen. Also hier wird die Matrix eingelesen, da wird Dijkstra drauf angewandt. Und dann, wie ich es ja gerade erklärt habe, die Moving Options, die kann man rekursiv durchlaufen. Man sagt, okay, Path ist eine Liste von Node. Da kommt hier der Endknoten rein. Ja, machen wir das mal hier auch hübsch deskriptiv. So, da kommt einfach der Endknoten rein und dann sagen wir, okay, solange wie Moving Options, ach so, das vielleicht nochmal ganz kurz hier bei Simple Dijkstra, als ich die Moving Options erzeugt habe, habe ich auch schon mal Start eingetragen und gesagt, Start ist der einzige Knoten, der auf sich selber zeigt in den Moving Options. Entsprechend hier können wir jetzt natürlich sagen, also solange wie der letzte Eintrag an Path ungleich dem ist, was mir die Moving Options für den letzten Eintrag an Path zurückgeben, so lange hängt den letzten Eintrag an Path hinten dran. So, also die Moving Options gehen wir rekursiv rückwärts durch, um vom Ende zum Start zu kommen. Und das gibt uns den optimalen Pfad. Und mit dem optimalen Pfad können wir dann die totalen Risikokosten berechnen, indem wir auch wieder die Matrix einlesen, den Pfad einlesen und sagen Out oder Risk Cost ist 0 und dann für Node und Path. Wenn Node der Startknoten
Knoten ist, überspringe den. Das ist in der Aufgabenstellung explizit so gesagt worden, dass die Risikokosten des Startknoten nicht mit reingezählt werden. Das ist merkwürdig. Es ergibt schon irgendwo Sinn, weil man, egal wie der beste Pfad verläuft, man fängt immer einen Start an. Also das Risiko nimmt man mit, egal wie groß der Risikowert dort ist. Dasselbe gilt aber auch für End. Also eigentlich müsste man hier auch den Risikowert fürs Ende rausrechnen. Das haben die aber in der Aufgabenstellung so nicht gesagt. Also naja, wie dem auch sei. Also Risskosten ist einfach, ich lese aus der Matrix, die Knoten meines Graphen sind ja immer die Koordinaten eines Eintrages. Das heißt, ich kann einfach mein Knoten als Koordinate in meine Matrix einsetzen und dann weiß ich, Mat von Node kann ich auf die Risikokosten drauf addieren und das gibt mir am Ende die totalen Risikokosten. Dann habe ich hier noch zu Debug-Zwecken einen Path-Print, also der printet die ganze Matrix, aber ixt die Stellen aus, die Teil des Paths sind und dann kann man da sehen und verfolgen, wie der Pfad in der Matrix verläuft. Funktioniert aber auch nur im Part 1 für das Anschauungsbeispiel, weil das noch klein und kompakt genug ist. Wie gesagt, hatte ich auch nur für Debug-Zwecke mir geschaffen. Und schon sind wir an der Main-Funktion dran. Wir wandeln RawX als Matrix um. Wir holen uns den kürzesten Path zurück, berechnen die totalen Risikokosten und assertion setzen voraus, dass die, wie in der Aufgabenstellung gefordert, 40 sind für das Anschauungsbeispiel. Dann aber für das tatsächliche Problem, das Part 1 Problem, lesen wir also den individualisierten Input ein und alles analog. Ja. Wir konstruieren die Matrix, wir holen uns den kürzesten Pfad und berechnen das Risiko, das ist 458. Und dann kommen wir zu Part 2. Was ist Part 2? In Part 2 wird jetzt gesagt, herzlichen Glückwunsch, du hast Part 1 gelöst, aber die Höhle ist eigentlich nicht so klein, wie der Scan den Anschein erweckt. In Wahrheit, das ist hier nur das Anschauungsbeispiel, das ist ja, was ich vorhin meinte, in Wahrheit ist der Scan viel größer, oder Wahrheit ist die Höhle viel größer und die Höhle kann aus dem Scan zurückkonstruiert werden, indem, man sieht hier gehighlighted, das ist das ursprüngliche das ursprüngliche Anschauungsbeispiel, indem man das Anschauungsbeispiel fünfmal nebeneinander und dann fünfmal untereinander setzt und jetzt zuzüglich jedes Mal, wenn die Matrix, hier ne, wird 1 nach links verschoben, sie 1163, 2274, man addiert 1 auf. Ja, 2274, 3385. Und da addiert man wieder einen auf. Und je weiter man es rausschiebt, nach rechts, beziehungsweise auch nach unten, ja, also immer nach rechts plus 1, nach unten plus 1, das heißt nach unten und nach rechts plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, immer so weiter. Und sollte mal eine 9 zwischendurch auftreten und da wird eine plus 1 wieder draufgerechnet, dann wird diese 9 flippt um und wird eine 1. So, ja, also es gibt eine Berechnungsvorschrift, wie man sich die tatsächliche Höhle aus dem Scan zurückbastelt. Und hier haben sie es einmal anschaulich vorgeführt fürs Anschauungsbeispiel. Das habe ich mir als Input B so rauskopiert und nämlich ja extra Code dafür geschrieben. Das ist dieses Raw to 5 Mat. Jetzt habe ich gesagt, okay, dann lese ich Input B. Hier Input B lese ich über den Mode Read ein und speichere mir den als Raw Example, ja, Raw Beispiel B. Und kann sagen, raw to mat mit raw example b bekommt mein array example c. Und ich kann aber auch das ursprüngliche, das raw x, also von hier ganz oben, das kleine, feine raw x Ursprung, das ursprüngliche Original. Ich kann das raw x in meine raw to 5 mat einsetzen, bekomme ich ein array example b und ich kann halt das neue, aufgeblähte raw x b in die alte RawToMat einsetzen, bekomme ich ja ArrayXC und jetzt sage ich, naja, deren Differenz, also alle Einträge aus der Differenz aufsummiert, muss 0 ergeben. Das sind ja alles positive Einträge. Wahrscheinlich wäre es hier noch ein bisschen unnötig jetzt noch nachträglich, nachdem er sowieso alles funktioniert hat, aber besser wäre hier vielleicht zu sagen, so absolut Betrag, so. Also wenn ich komponentenweise die Einträge voneinander abziehe und den Betrag nehme
und dann alle Einträge aufsummiere, muss 0 rauskommen, heißt, die beiden sind identisch. Um zu prüfen, dass meine Raw-to-5-Mat-Funktion korrekt arbeitet, weil die Raw-to-5-Mat-Funktion muss ja dann auf meinen individualisierten Input angewendet werden. Ja, und nachdem dann also die 25-fach größere Ausgangsmatrix gebaut und gebastelt wurde, wird einfach Dijkstra nochmal angewandt. Also wieder holen wir uns den optimalen Pfad und wieder berechnen wir die totalen Risikokosten. Im Beispiel sind es dann 315. Und eine Sache sei noch angemerkt: Der neue Pfad muss mit dem alten nichts zu tun haben, und das Anwendungsbeispiel zeigt das auch sehr schön. Man sieht hier, der optimale Pfad für die 25-fach größere Matrix geht zunächst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Einträge runter, bevor er das erste Mal rechts rüber geht, während in Part 1 er nur dreimal runtergegangen ist und dann rüber. Ja, also der neue optimale Pfad hat mit dem alten optimalen Pfad nichts zu tun. Nicht notwendigerweise etwas zu tun. So, natürlich komme ich zu dieser 1 risikoärmer auf dem Weg, wie er am Part 1 berechnet wurde, als ich hier zu dieser 2 komme. Aber es ist eben danach noch so viel mehr Höhle übrig, wo es offensichtlich günstiger ist, von der 2 aus zu starten, als von der 1. Und zwar so viel günstiger, dass es sich eher lohnt, einfach direkt straight runter zu gehen. So, das sei noch an der Stelle dazu gesagt. Also etwas über den optimalen Pfad aus Part 1 zu wissen, hilft einem nicht in Bezug auf den optimalen Pfad in Part 2. Aber Dijkstra hilft in beiden Fällen, wenn er richtig implementiert ist, wenn er einigermaßen performant implementiert ist, sogar an Python. Das ist an der Stelle alles, was ich dazu zu sagen habe. Das Video ist auch schon wieder unendlich lang. Habt herzlichen Dank. Wir sehen uns dann morgen zum Tag 16. Gehabt euch wohl und ciao, ciao.